So, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft. Heute ausnahmsweise mal nicht mit Bandicam, sondern mit Streamlabs OBS. Einfach mal, um dieses Programm zu testen und wie es läuft. Außerdem werden so dann in beiden Streams meine, oder vielmehr in der Aufnahme und im Stream, meine hübsche Adonis-gleiche Fresse gezeigt. Und ja, das gefällt euch doch sicher. So, Weihnachtsdorf. Ich fange jetzt schon auf jeden Fall schon an, in Stundenrhythmus zu rendern. Oder aber ich kriege erstmal eine Nachricht auf meinem Tablet, dass ich gerade live bin. Das Hallo, ist aber nett. Ihr süßen Zuschauer von Iros Minecraft Let's Play. Ja, hallo Zuschauer. Süß? Ich weiß nicht, ob ihr süß seid. Zeigt mal Bilder von euch. Okay, das war böse. Du brauchst Wolle für unser Weihnachtsdorf. Ich frag mich, wieso es hier reinregnet. Wieso sind die Blöcke so komisch hier? Ah, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Welt so alt ist. Vielleicht doch resetten und neu? Nein! Um Gottes Willen. Hin? Bitte? Danke. Wo du hin willst? Zur Wolle. Ich habe den Stöpsel reingetan. Und jetzt gucke ich, ob da was gesammelt wurde. Naja. Ein weißes Stück Wolle ist drin. Na gut. Da hilft nicht viel. Du baust Weihnachtsdorf, ich gehe Wolle ernten. Komm ich zum Weihnachtsdorf? Ach, ich bring dich hin. Folg mir. Das ist halt irgendwo, das klingt immer blöd, ne? Aber ich habe das nicht mitgebaut. Ja, ja. Ab jetzt baust du es ja mit. Das heißt, die neue... Hast du mal den 1.13-Konverter drüber laufen lassen? Ja, den habe ich drüber laufen lassen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Mein Gott, es regnet durch. Da gibt es jetzt, weiß Gott, schlimmere Probleme. Außerdem, hier ist es massiv. Das ist nur so eine... Ja, das ist nur der Cobblestone, wo es durchregnet. Ja. Und hier der Cleanstone. Das sind immer nur so kleine Abschnitte. Hm. Naja, wie sagt man so schön? C'est la vie. Bei was oder wo? Seid halt feucht. Nein. Naja, doch. Gerade im Regen sind wir feucht. Habe ich dir eigentlich schon dieses Tor hier gezeigt? Ein bisschen Zeit haben wir ja. Pass mal auf. Ich hoffe, es funktioniert noch. Geil. Oder es funktioniert nicht. Ach doch, jetzt kommt es. Das war halt damals meine Stadtgrenze. Und so konnte man halt bequem Zombies und so abschlachten, ohne dass die zu einem kamen. Weil die dort in dieser Lücke, wo du jetzt drin sitzt, festhingen. Cool gemacht. Ja. Eins wollte ich dir sowieso noch zeigen, was wir auf dem Server brauchen. Eins, was man auch noch automatisch farmen kann. Hast du Lust? Noch eine Minute? Ja, ja. Dann zeige ich dir das auch noch schnell. Ist aber auch wieder ein Wetter. Das ist dieser blöde Kommandoblock. Ja, den müssen wir am Ende noch ein bisschen weiter wegsetzen. Rinder. Nee, nee, hier, hier, vors Fenster. Da oben sind Spawngrounds. Quasi dunkle, höhlenartige Flächen. Das Spawn-Monster.
Und so doof wie die Monster sind, gehen sie öfters in das fließende Wasser. Werden dann nach hier unten gespült. Irgendwann kommt auch mal eins. Das dauert ein bisschen. Das ist wie mit dem Eisending. Kann man das nicht, wenn wir jetzt... Wir haben ja an einigen Stellen dieses Spawner stehen. Da könnte man es hinbasteln. Das wäre dann eine EP-Farm ohne... Nee, das farmt keine EP. Das farmt einfach nur die Monster-Drops. Hier. Die werden jetzt hier angespült. Der Loot landet da drin. So wird Spinnenseide gefarmt. Schießpulver. Knochen, Pfeile. Und wenn es einmal läuft, ist das Ding auch ganz effektiv. Wie du siehst. Das kommt, kommt. Ich würde halt nachher noch ein paar Tutorials dann aufnehmen, auf jeden ja, Fall. Machen wir. Das hier, das dauert ein bisschen länger, bis wir sowas gebaut haben. Das ist nicht schlimm, wir haben noch Zeit, oder? Na gut. Na, Tutorials kommen auf YouTube immer gut. Übrigens, über eine Sache müssen wir noch reden, damit wir uns auf Augenhöhe begegnen. Ich möchte irgendwann auch eine Verlinkung auf meinen YouTube-Kanal in deinem Bereich haben. Weil du wirst jetzt quasi in jedem YouTube-Video von mir verlinkt. Von dir zu mir führt gar nichts. Also, so, Augenhöhe. Naja, ich verlinke ja auch nicht zu deinem YouTube-Kanal, ich verlinke zu deinem Twitch-Kanal. Ja, aber für die 5 Videos, die ich auf YouTube habe, kann ich auch deinen Link in meinen YouTube setzen. Das meinte ich damit. Ach so, na gut, dann machen wir es so. Dann ist in meinem Profil, bist du dann dauerhaft mit deinem YouTube verlinkt. Hand drauf. Hand drauf. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe vergessen, dass hier PvP an ist. Okay, zum Weihnachtsdorf. Das hat jetzt so richtig die Stimmung gekillt. Der haut mich. Das war jetzt auch so Absicht. Oh Mann. Einfach so. Ohne Grund. Ach ja. Wo laufe ich hier lang? Ah, da lang. Okay. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Du warst nie Lego-Fan, oder? Ja. Die Burg hier, das war meine erste Lego-Burg. Die habe ich 1:1 nachgebaut. Ja, cool. Oh Mann, das auch noch. Keine Betten in der Nähe. Komm hier hoch, da oben geht's in den Turm. Wir haben, glaube ich, den denkbar schlechtesten Weg genommen, den man nehmen kann. Aber... mein Gott. Zumindest siehst du das Weihnachtsdorf von hier schon. Oh, mein Baum sieht echt toll aus. Ja, der sieht wirklich mega aus von hier. Auch mein Portal dahinter. Ja, aber da, für mich muss da noch eine Reihe Glowstones oben drauf. Ja? Auf dem Portal stimmt. Oben. Stimmt, hast recht. Sonst irgendwie komisch aus. Iro, ich räche Tina. Hallo, ich hab sie ja nicht mal getötet. Ich hab sie nur einmal geslappt. Hier kann man auch irgendwo drüber, das weiß ich. Ich lasse mir immer so kleine Schlupflöcher zum Schlüpfen. Oder auch nicht. Oh, scheiße. Okay, hier lang gehen wir nicht. Ja! Was? Wie? Wer? Wo? Oh. Na gut. Machen wir es so. Ja. Muss ich nur wieder abbauen. Genau. Warum schwierig, wenn es auch einfach geht? Wieso werde ich leiden? Hallo? Ich wollte dir nur die Hand geben. Jeder... ah!
der Bambus kastriert. Ja, der wächst aber nach. Ja, der wächst nach. So. Hallo, Sklett. Nein, mein Bett. Mir egal. Einer reicht hier gerade. So. Ich gehe auf Wanderung und komme hoffentlich mit Wolle zurück. Das wäre schön. Und du baust so lange am Dorf weiter. Ich habe dir ja freie Hand für dieses Projekt gelassen, also hau rein. Gibt's hier irgendwo noch eine leere Schulka? Hier ist aber, hier sind übrigens noch 49 weiße Wolle drin. Ja, aber. Ja. Dann mache ich die da leer. So. Zip. Dann bau doch erstmal was anderes. Ein Schneemann zum Beispiel oder sowas. Die Mauer ist ja auch noch nicht fertig. Muss ich ja auch noch bauen. Konstant auf 3 Zuschauern. Sobald es weniger werden, muss ich euch töten. Den Stream killen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, in Kone sogar alle Werkbänke bei mir in meinem kleinen Zimmer. Also inzwischen habe ich, glaube ich, auf euch aufgeflossen. Schlossen. Aufgeflossen. Aufgeflossen. Bin ich eigentlich dämlich? Ich bin dämlich, oder? Ich bin dämlich. Nein. Doch, ich bin dämlich und frag nicht, wie dämlich. Wäre schön, wenn Steffen unsere Datapack-Seite endlich fertig machen würde. Oder? Warum hast du ihm das nochmal gegeben? Ah, er schreibt ja. Du hast doch gerade nichts zu tun, außer zu arbeiten. Also go, go. In Steffens Betrieb scheint auch eine richtige Auslastung zu sein. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warum spawnen die Phantome nicht? Keine Ahnung, weil es hier regnet und die nicht brennen. Ah. Was schreibt Steffen bei dir gerade? Ich kann es nicht lesen, weil es halt abgehackt ist. Das eine oder andere Let's Play oder die ein oder andere Stream. Aufzeichnung auf YouTube wäre auch nicht schlecht. Du meinst jetzt von Tina? Fragezeichen. Denn meins kommt ja eh alles auf YouTube. Ja. Ja, wenn Tina... Ich weiß nicht. Wenn Tina jetzt ihren Twitch-Kanal mit meinem YouTube-Kanal verlinken würde, dann könnte sie doch theoretisch eine Stream-Aufzeichnung von den Let's Plays machen und die dann auf meinen YouTube-Kanal überdingsten, sodass man alles auch nochmal aus ihrer Perspektive sehen kann. Oder, Steffen, das müsste gehen. Ich finde, das ist eine geniale Idee. Oder, Tina? Deshalb frage ich ihn ja. Hm. Gut, macht keinen Sinn. Wieso macht das keinen Sinn?
Gerade hat er das vorgeschlagen und jetzt macht es keinen Sinn. Okay, ich brauche ganz kurz einen Moment. Ich muss was nachschlagen. Es macht Sinn, wenn sie es bei sich hochlädt. Achso, du sollst deinen YouTube-Kanal jetzt auch noch ausbauen, meint er. Aber hatten wir darüber nicht gerade gesprochen, dass es doch sinnvoller wäre, wenn wir da zusammenarbeiten und sie meinen verlinkt? Ich meine, so hat man das komplette, die komplette Let's Play-Welt zusammen auf einem Kanal. Datapacks, Heroini-Pack. Außerdem bringst du mich gerade durcheinander, Steffen. Oder verstehst du, worauf er hinaus will? Folge dem Chat gerade noch nicht mal. Okay. Eck, schieb, schieb, schieb. Da. Okay. Muton und weiße Wolle. Hast du die weiße Wolle schon verbaut? Hi. Okay. Warum? Das würde ich da ein paar weiße Schafe hinsetzen. Ja, ich habe noch weiße Wolle. Ich habe noch Okay. nicht alles verbaut. Muton. Muton. Hammelfleisch habe ich hier gebraten. Das hilft uns nicht. Oh, sieht der süß aus. Das ist Hühnchen. Das ist Schwein. Das ist gebratener Hammel. Da hatten wir gerade schon, der hilft uns nicht. Steffen, dann erzähl mir doch mal, wo der Unterschied jetzt wäre, ob sie es bei sich oder bei mir hochlädt. Damit wir irgendwie verstehen, was du sagen willst. Oder deine Logik dahinter verstehen. Rohes Kaninchen. Ist mal wieder ganz toll. Nur nicht das, was ich brauche. Okay. Also doch auf Wanderung gehen. Kann man nichts machen. Hallo, Perle. Schreib mal was, Perle. Ich glaube, Steffen wollte mich einfach nur verwirren. Kann das sein? Denn jetzt schreibt er nichts mehr und ich bin total verwirrt. Naja, es kann auch sein, dass er jetzt mal arbeiten muss, das vielleicht gerade, ne? Ah. Ach, verdammt! Das heißt, er muss tatsächlich dort auch arbeiten, nicht nur im Pool rumhängen und sich einsperren lassen. Für mich klingt das eher so, als wäre er manchmal im Kindergarten dort. Irgendwie hat das nicht geklappt. VIP kann nicht hinzugefügt werden. Habe ich nur einen VIP am Anfang? Nein.
Lol. Dark. Ach so. Boah, du mit deiner Groß- und Kleinschreibung. Herzlichen Glückwunsch, Perle. Du bist mein zweiter. Und es wäre scheißegal, wie ich es geschrieben hätte. VIP. Zeit, ob es nicht. Ob es nicht? Und jetzt noch ein paar Schafe. Naja, Perle, cool wär's, wenn du noch irgendwie so im Alter zwischen 14 und 16 wärst. Dann wäre es unter Umständen cool. So, also ein Hammelfleisch habe ich jetzt sogar schon. Na gut, wenn du im Herzen noch so alt bist. Ich könnte jetzt böse Sprüche loslassen, aber das mache ich heute nicht, denn ich bin eigentlich ganz gut gelaunt. Das ist wahrscheinlich noch die Wirkung von dem Valium von gestern. Tina, du bist so ruhig. Ich glaube, sie ist geistig abgestürzt. Oder der Stream ist abgestürzt. Nee, die Fackel. Okay. Dann denkt sie nach. Tu dir nur nicht weh. Ah, WB Steffen, er hört uns wieder. So, Steffen, jetzt sag noch mal, was wir machen sollten und was für Vorteile das für uns hätte. Und zwar ganz langsam in vollen Sätzen, sodass auch ein verwirrter Iro es versteht. Wisst ihr, was echt geil ist? Ich, aber das ist Tina. ein anderes Thema. Was geht's hier mit dem Pinguin? Na, bei euch sind alle Entwickler krank, außer du. Da wärst du mal krank geblieben. Habe ich ihm gestern gesagt, er wollte ja nicht hören. Weit genug sein. So. Freilassen, Band. Warum steht hier eigentlich eine Werkbank von mir? Warum steht da vorne eine F 3, 4, 1, 1, 3, 1.
Oh ja, Steffen, wir tun einfach mal so, als wäre ich der beschränkteste Mensch auf dieser Welt. Ach so. Loch. Das ist auch cool. Ein neues Villager-Dorf, ganz in der Nähe. Das ist toll. Auch eine der neuen Strukturen. Gar nicht wahr, ich bin nicht der schreckhafteste Mensch auf dieser Welt. Oder? Yay! Danke für dein Follow, Momo Lost 3001. Finde ich sehr, 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 sehr nice von dir. Und wir suchen immer noch Schafe, weil Tina braucht die Wolle. Er braucht aber verdammt viel Wolle. Deshalb farme ich ja die Schafe, um daraus Eier zu machen. Weil jeder weiß ja, dass man aus Schafwolle Eier machen kann, aus denen dann neue Schafe schlüpfen. Soll ich nicht gleich auf das reagieren, was ich bei Tina schreibe, sondern außen abwarten? Tina, kannst du schlafen gehen? Ich habe kein Bett dabei. Das ergibt keinen Sinn. Schlafe. Gut. Aufgehört zu schneien. Ja, wahrscheinlich war es noch nicht dunkel genug und der Solartrigger wurde nicht getriggert. Aber das ist eigentlich ganz schön, so verschwinden mal die Monster hier. Es reicht ja, wenn es alle paar Tage mal schneit. Glaube ich. Ach so. Steffen meint, du sollst den Content bei dir hochladen, weil dann bringt, weil dein Content dich voranbringen sollte und nicht mich. Wieso werden die Videos entmonetarisiert von Tina bei mir? Redet noch mehrfach Chinesisch, dann bin ich gleich ganz raus. Warum werden Tinas Videos bei mir ohne Werbung angezeigt? Besser? Und bei Tina selbst nicht? Das verstehe ich gerade nicht. Lasst mich doch erstmal alles schreiben.
Warum schreibst du dann nicht einfach eine etwas längere Botschaft in WhatsApp zum Beispiel? Dann insgesamt lesen und reagieren. Der behandelt mich wirklich wie ein Kleinkind, kann das sein? Keine Ahnung. Ich, wie gesagt, bin hier am Bauen. Ja. Das? Nero, du könntest Tinas hochgeladene Streams dann aber bei dir in die Playlist packen und Tina könnte die Videos zeitgesteuert zu deinen freischalten. Ich glaube, Steffen hat einfach nur Angst, dass ich dich ausbeuten will. Ihr könntet das dann auch parallel bei Twitter publishen und kommunizieren. Oh. Okay, ich glaube, per Streamlabs aufnehmen ist eine blöde Idee. Irgendwie hat er gerade die Aufnahme abgebrochen. Jetzt fehlt wahrscheinlich ein Teil, so ein Dreck. Jetzt muss ich mal eben nachgucken. Oh ja. Jep. Die letzten 20 Minuten hat er nicht mit aufgezeichnet. Klasse. Das spricht schon mal gegen Streamlabs. Bei mir hat ja nie was abgebrochen, Iro. Hast du Shortcuts gesetzt und den vielleicht benutzt? Auf der Null, aber die Null benutze ich nie. Ja, du brauchst nur draufkommen. Deine Reaktion auf perlesgrottiges Bauen. Meine Reaktion auf perlesgrottiges Bauen. Ach so, du meinst, dass sie grottig baut. Ja, es ist doch ein Fakt. Wieso darf man das nicht erwähnen? Ich meine, wenn sie sagt, dass sie 6 Jahre Minecraft spielt und immer noch grottig baut, dann darf man ihr doch recht geben, oder? Darf man? Ja. Sollte man aber nicht. Wieso? Weil es unhöflich ist. Es ist unhöflich, die Wahrheit zu sagen. Nein, man könnte sagen, du hast bestimmt noch mehr Potenzial, ziehst du halt einfach dich selber runter oder sowas. Anstatt dem Ganzen einfach zuzustimmen. Ja, also, du sollst ja nicht sagen, dass es nicht so ist. Was sie vielleicht darin bestärken, es besser zu oder drin besser zu werden. Statt nur zu sagen, ja, wie scheiße. What I mean? Wieso stirbst du? Ich hab mein Go Home hier Und da drauf gebaut. hingesetzt. Nö. Mein Go Home ist hier. Ja, keine Ahnung.
Jedenfalls fehlen 20 Minuten, also macht euch nichts draus. Ihr habt eigentlich nichts verpasst. Ich habe nur die Schafe angelegt. Aber es kommt Tina ja recht. So haben wir 20 Minuten mehr fürs Weihnachtsdorf. Findest du deine Pinguini? Ja, die sind toll. Hab ich doch gerade schon gesagt. Ah, okay. Finger weg von der Nase. Ich hau dich. Ich hau zurück und ich habe eine Schere. Dann sind die Haare ab. Oder die Fingernägel. Nein, 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 nein. Nein, drin bleiben. Spast. Arschloch. Also du meinst, ich soll Perle jetzt positiv darin motivieren, zu versuchen, besser zu werden, anstatt ihr als... Das machst du doch mit mir auch. Bei dir sehe ich Potenzial. Selber gemerkt? Okay, der wäre sehr böse gewesen. Sorry, Perle. Bei mir? Ich höre immer nur, er ist scheiße, er stirbt ständig und er ist eine Witzfigur. Aber nicht von mir. Stimmt. Deshalb sage ich, zumindest von dem da. Wie heißt er nochmal, Steffen? Macht sich ständig über mich lustig. Und ich quietsch nur blöd rum. Nö, mein Potenzial ist auf dem Stand, wie es immer war. Und da ist es auch gut. Höher als Gott geht halt nicht. Mhm. Hm, Tina. Guck dir mal diese Mauer an. Liegt da unter dieser Mauer Schnee? Nein. Okay. Du hast Grafikbug. Ja. Bei mir liegt da nämlich Schnee drunter. Ja, nein. Okay. Sehr seltsam. Und was wird das jetzt? Ah. Ein Haus. Und wie komme ich dann an meine Schafe? Achso, hier ist noch ein Gang. Ganz geistig davon getreten. Wer, ich? Wecken lassen, Steffen. Ich bin nicht ganz geistig belämmert. Echt? Nein. Stop. Nein. Stop. Ja. Und Ero, benimm dich. Oh. Ich zeig dir gleich, wie mein soziales Benehmen aussieht. Ich kick dich zum Mond und, schon wieder Aggression. Tina, warum tut Steffen sowas? Warum mobbt er mich ständig? Er mobbt dich nicht. Er mobbt mich. Nein. Oh! Hallo, ah! Hallo, Babyschaf! Babyschaf? Warte mal.
So, Baby Schaf. Alle rein hier. Ist Baby Schaf gerade erwachsen geworden? So, alle wieder drin. Alles gut. Kann ich euch schon wieder vögeln lassen? Nö, noch nicht. Und dann beschwerst du dich über zu wenig Wolle. Wenn ich mir das angucke, ist das kein Wunder. Ja, aber was meinst du denn, woraus man das macht? Oh, könnte Schnee nehmen, ist auch weiß. Nein. Was hast du gegen Schnee? Sieht fast genauso. Von der Struktur mit dem Rot dann nicht zusammen. Ach so. Könnte dir gelben Schnee machen? Nein. War ja nur ein Angebot. So, dann mal wieder zu den Schafen runterhüppeln. Dann werde ich mal die Mauer weiter ausbauen. So. Kommt her, meine Schäfchen. Schön Ficky Ficky machen. Schön Ficky Ficky machen. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Und am Ende werdet ihr alle geschlachtet, bis auf vielleicht 4 Stück, die einfach hier gut aussehen dürfen. Also es wird langsam mit deinen Steinen. Mit deiner Wolle. Ich habe nämlich keine weiße mehr. Hier ist aber noch einiges in den Kisten auch noch drin. Ja, dann schmeiß mir mal bitte was runter, weil ich komme hier sonst nicht mehr hoch. Okay. Weiß, weiß. Wo hatte ich noch weiß gesehen? Hier. Hast du Magnet an? Jetzt ja. Bitte sehr. Dark Perle. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich bin ja ein sehr weitsichtiger Mensch. Ja, ja, Tim, ist die, die auch bei uns mitspielt. Und zwar, wenn du findest, dass ich gemeiner zu dir bin, als du es verdient hast, dann sagst du mir bitte Bescheid. Auch mehr rote glasierte Keramik.
Findest du nicht auch, Tina, dass das sehr nett klingt? Es ist zumindest ein Vorschlag. Sie gibt mir Rückmeldung, wenn ich gemeiner zu ihr bin, als sie es verdient hat. Und solange ich nicht gemeiner zu ihr bin, als sie es verdient hat, darf ich weiter gemein sein. Kannst du nicht rote Keramik... Ach ja, sie ist ja nicht da. So, bis hier. Ich bin aber auch so ein gemeiner Mensch. Problem ist, früher hat man mir unterstellt, dass ich mich als für was Besseres halten würde. Zumindest als ich noch zur Schule ging. Irgendwann habe ich festgestellt, ich bin ja auch was Besseres als das Pack. Spaß. Okay, Perle, ich werde es in Zukunft versuchen zu beherzigen und berücksichtigen und netter zu sein. Irgendwie habe ich mich jetzt hier total verrammelt. Ach so, ab da. Soll ich zu allen nett sein? Naja, kann man nichts machen. Stimmt. Einmal hast du, glaube ich, den zweiten Platz gemacht. Ah, ich mochte unsere Bauwettbewerbe. Sich schon wieder quieken. Ja, aber nett sein ist nun mal in meiner Programmierung nicht vorgesehen. Aus irgendeinem Grund wurde da wahrscheinlich ein bisschen am Code gespart. Ich meine, so viel Tolles, wie in mir verbaut ist, da muss man an einer anderen Stelle halt sparen. Zum Beispiel Bescheidenheit, Gütigkeit, Toleranz. Alles so Dinge, da kann man zur Not noch drauf verzichten. Mitgefühl. Was soll das eigentlich bitte sein, Mitgefühl? So, ah, egal, machen wir weiter. Muss ja noch einmal rum um das ganze Ding hier. Damit die Stadterweiterung auch abgeschlossen ist. Ich finde, es ist wichtig, eine klare Mauer zwischen Stadt und Außenwelt zu haben. Das stört mich schon beim Pyramidengarten, nur würden wir da halt alle 5 Minuten unsere Mauer abreißen. Das wäre halt ziemlich blöd. Kuckuck. Hallo Tina. Aufgefallen, ihr habt noch gar nichts gegessen heute. Ich auch noch nicht. Jetzt mal ändern.
werde ich nach dem Let's Play machen. Eine Schüssel mit Nudeln und Gulasch. Oder wie ich es nenne, ein Trog voll Gulasch und Nudeln. Und was gibt's bei dir? Brot gerade. Ja, ich muss morgen neues Brot kaufen. Das alte hat es irgendwie geschafft zu schimmeln. Passiert. Ja. Wo, Keramik beim Hafen, das Schiff, ne? Ja, soll ich mit dir mitkommen? Endlich cool. Ja, dann warte, bis ich mein Inventar hier verbaut habe. Und wieder auf einer Höhe bin, sodass ich hier auch wegkomme. Was machst du da? Das klang, als hättest du die Katzenklappe durch die ganze Wohnung geschleudert. Du sollst da nicht mit 100 km/h durchrennen. Kann die in ihrem Alter gar nicht mehr. Doch, kann sie, glaub's mir. Wenn die richtig anfängt zu rennen, Wahnsinn. Vor allem nachts macht sie gerne Wettrennen mit sich selbst. Okay, sie hat vielleicht nicht mehr die Ausdauer wie früher. Aber schnell ist sie noch unterwegs. Nachher auch noch was bauen. Hast du schon eine Schulker da soweit leer gemacht, dass wir die mitnehmen können? Nö, ich esse jetzt gerade meinen Toast. Okay, isst du deinen Toast. Habe ich noch? Oh, ist gleich eh leer. Dann können wir noch einmal die Schafe poppen lassen. Hier ist halt echt tief. Du wolltest hier hin. Ja, weil der nächstbeste Berg, auf dem ordentlich Schnee liegt, war. Dachte ja auch keiner was. Ich habe nur gerade bemerkt, dass dieses Tal hier verdammt tief ist. Wieder ein Stück Mauer fertig. Packen wir den Rest erstmal weg, wo Platz ist. Ich fütter noch einmal kurz die Schafe, damit du dein Pensum an Wolle irgendwann kriegst. Hallo Niki! So, ich habe zwei Schulden. Gut, das sollte auf jeden Fall reichen.
hoch. Super, danke, und dir? Das ist egal. Das kann hier bleiben, das kann hier bleiben, das kommt mit. So, ich werde jetzt allerdings dann ganz kurz wassern gehen. Wir sehen uns dann gleich wieder.